Mit eurem Protest richtet ihr euch ja ganz explizit auch an die Leute, die Unternehmensanteile an diesen beiden Firmen, also in diesem Fall jetzt Rheinmetall, haben. Diese sollen ihre Unternehmensanteile abstoßen oder zumindest auf der Hauptversammlung durchsetzen, dass der Vorstand nicht entlastet wird und diese Rüstungsgeschäfte nicht zustande kommen. Ist es nicht etwas naiv, sich hier ausgerechnet an die Aktionäre zu richten? Die haben ja nicht aus Versehen Rüstungsaktien gekauft. Das ist schon richtig. Das ist auf der einen Seite ein bisschen naiv, aber es geht ja um die Öffentlichkeit. Es geht darum, dass man die Bundesregierung attackiert, indem man sagt, es gibt rechtliche Grundlinien und es gibt ein Grundgesetz, was im Grunde genommen den Export von Waffen in Krisengebiete und Krisenzonen eigentlich verbietet. Und der Adressat ist dann gleichzeitig natürlich auch ein Unternehmen, denn nur in der konzentrierten Attacke und der Kritik an Unternehmen und der politischen Verantwortlichkeit lässt sich dann Öffentlichkeit mobilisieren. Und das ist ja bisher eigentlich auch ganz gut gelungen, denn die große Mehrheit der Deutschen, sprich 70, 80, zuweilen auch 90% der Deutschen, wollen im Grunde genommen nicht, dass diese Exporte in Spannungsgebiete irgendwie stattfinden. Reden wir vielleicht zunächst mal über diese Rüstungsexportrichtlinie der Bundesregierung. Ihr sagt ja, dass diese geplanten Exporte im krassen Widerspruch zu diesen eigenen Richtlinien stehen. Ist es aber nicht vielleicht fraglich, immer an diese Rüstungsexportrichtlinien zu appellieren? Letztlich werden die ja von der Bundesregierung ausgelegt und trotz der angeblich schärfsten Rüstungsexportrichtlinien weltweit ist Deutschland mittlerweile zum drittgrößten Waffenexporteur aufgestiegen. Auch unter Rot-Grün sind Waffen unter anderem an Saudi-Arabien verkauft worden. Ist nicht vielleicht auch schon was mit diesen Rüstungsexportrichtlinien im Argen, wenn sie denn trotzdem immer wieder diese Verkäufe möglich machen? Na, die Rüstungsexportrichtlinien sind im Grunde genommen sehr auslegungsfähig und sie sind inzwischen, egal ob unter Rot-Grün oder unter Gelb-Schwarz, sehr einseitig ausgelegt worden. Und Merkel hat ja auch die Doktrin eigentlich ausgegeben, dass sie sagt, wir wollen bewusst in Spannungsgebiete Waffen liefern, um Staaten zu ertüchtigen, möglicherweise auch Krieg zu führen. Das ist ja sehr eindeutig. Insofern ist Deutschland dann eigentlich auch daran mitbeteiligt, indem es Waffen exportiert, und zwar an bestimmte Länder, wo man den Verbleib der Waffen noch ihre Anwendung in irgendeiner Weise kontrollieren kann, dass Deutschland im Grunde genommen eigentlich zu einem Stichwortgeber beziehungsweise zu einem indirekten Exporteur auch von Krieg wird. Exporteur von Krieg. Du hattest schon die öffentlichen oder die Umfragen in der Bevölkerung dazu erwähnt. Gerade in den vergangenen 2 Jahren hatte man das Gefühl, oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass Rüstungsexporte von Deutschland zumindest auch in der Presse sehr präsent waren. Es gab ja insbesondere auch diese Aktion mit diesen 25.000 Euro Kopfgeld, sage ich jetzt mal, die auf Unternehmensanteilseigner der Firma Grausmaffei Wegmann ausgerichtet waren. Es gab sehr viel Berichterstattung und sehr viel zumindest öffentliche Empörung. All dies wirkt aber ja nicht so richtig wirkmächtig, wenn jetzt eben neue und weitere Rüstungsgeschäfte mit Indonesien abgeschlossen werden. Wie erklärst du dir denn diesen Widerspruch der vermeintlichen großen Sensibilität in der Öffentlichkeit, aber gleichzeitig der nicht vorhandenen politischen Wirkung desselben? Na, wichtig ist zunächst mal, dass es eine bestimmte Sensibilität ist. Die Sensibilität, egal ob jetzt im Spiegel oder in der Zeit oder in anderen Leitmedien, kommt im Grunde genommen immer nur als Waffenskandal rüber. Geheim, weil im Grunde genommen der Deal eigentlich immer durch den Bundesausschuss geht, durch den Geheimträger geht und im Grunde genommen eigentlich gar nichts klar ist, was da überhaupt verhandelt wird, sondern in einem Rüstungsexportbericht ein Jahr später wird dann irgendwie mal versucht zu erklären, warum man das macht. Das heißt also, die Skandalisierung ist in der Öffentlichkeit da, aber der Bogen wird im Grunde genommen nicht zur Bevölkerung geschlagen, indem man dann auch sagt, ja, wenn die Bevölkerung so dagegen ist, dann muss man ja im Grunde genommen darauf irgendwie reagieren. Und bisher ist Merkel und de Maizière mit unterschiedlichen Ausrichtungen damit eigentlich auch ganz gut durchgekommen. Aber sie wissen natürlich auch, die Herrschenden, dass das für die Wahl
vermutlich eben nicht sehr wahlentscheidend wird. Und darauf setzen sie auch. Das heißt, die Geheimhaltung und alles hinter der großen Wolke der Geheimhaltung verbergen, hat sich bisher einigermaßen ausgezahlt, sodass auf der einen Seite die geostrategische Ausrichtung der Bundesregierung, die angebliche, sozusagen wir ertüchtigen andere Länder möglicherweise sogar Krieg zu führen, aufgeht, als auch nach innen ist es nicht ein so brisantes politisches Thema, dass die Regierung einknickt dabei. Nun sind wir ja diejenigen, die versuchen, den Protest im letzten Jahr auch schon bei Heckler und Koch und anderen Firmen zu organisieren und auch in Berlin durch Blockaden von Krauss-Maffei-Wegmann darauf aufmerksam zu machen. Das hat schon einiges geholfen, aber es ist kein innenpolitisches und außenpolitisches Sicherheitsthema insgesamt bisher. Also das ist ja mit Sicherheit richtig, auch diese Einschätzung, dass dieses Thema mitnichten wahlentscheidend ist, denn da gibt es ja große Diskrepanzen zwischen dem, was Leute häufig angeben. Trotzdem gerade auch die angesprochenen Proteste, die du erwähnt hast und die verschiedenen Aktionen, die es von verschiedenen Friedensaktivistinnen immer mal wieder auch gegen Rüstungsfirmen, die ja hier beheimatet sind, gibt, haben doch immer relativ wenig Resonanz, auch was Teilnehmerinnenzahlen etc. angeht. Zeigt ihr da jetzt einfach mit dem Finger auf eine desinteressierte Bevölkerung, die vielleicht dagegen ist, dafür aber nicht bereit ist, irgendwas zu machen? Oder gibt es da auch Überlegungen, dass vielleicht auch die Protestformen, die ihr wählt oder wie ihr ja, mobilisiert, vielleicht fehlerhaft ist oder zumindest unter seinem Potenzial bleibt, wenn tatsächlich so viele Leute in der Bevölkerung denn wirklich etwas gegen diese Rüstungsexporte haben? Na, es gibt eben erstmal, das hast du ja völlig richtig gesagt, es gibt eine große Diskrepanz, dass man diese Rüstungsexporte in diese Spannungsgebiete auf keinen Fall will. Aber deswegen geht man nicht vom PC weg oder vom Sofa, um sich dann entsprechend zu engagieren. Das heißt, wir können eigentlich nur ein bescheidenes Protestpotenzial mobilisieren. Und irgendwie wissen sowohl die Firmen als auch die Regierung ganz genau, naja, das gibt dann mal am Samstag einen Protest und dann am Freitag, wie wir das jetzt bei Rheinmetall auch probieren. Aber das läuft dann auch ab und ist dann in 3 oder 4 Stunden erledigt. Das heißt, wir müssten im Grunde genommen ein bisschen mehr zulegen. Zulegen heißt tatsächlich als Bürger und Bürgerinnen es als eine Bürgerpflicht verstehen, mit Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Blockaden von Firmen und ein bisschen mehr, dass wir da tatsächlich zulegen und den Protest verschärfen. Denn ich glaube, dass die Menschen in der Republik schon verstehen würden, dass wir den Protest verschärfen. Wir müssen ihn nur machen. So könnte man ja fast ein wenig zuspitzen, jetzt auch die Aktion, die am 13. und am 14. plant, dass ihr fast so das Feigenblatt auch für die Bundesregierung seid, dass ihr dann sagen könnte, naja, die Zivilgesellschaft engagiert sich ja, es gibt ja auch Proteste, es gibt ja auch öffentliche Debatten, aber nach Abwägung aller Für und Wider, auch mit diesen Gruppen oder mit Kenntnisnahme dieser Gruppen, haben wir uns eben doch für diese Rüstungsexporte entschieden und damit sind wir ja sehr viel weiter als andere Staaten, wo das einfach passiert. Naja, also die Mehrheitsfähigkeit und Legitimation solcher Proteste ist ja selbst in der Regierung sehr umstritten. Man muss schon auch ehrlich sagen, es gibt eine Reihe von CDU- und CSU-Abgeordneten, die da unglaubliche Bauchschmerzen haben mit dieser Vorstellung von Rüstungsexportpolitik. Also es ist nicht so, dass das alles ein Block ist. Und umso wichtiger ist eben auf der einen Seite mit Protesten, gleichzeitig aber auch mit einer Kampagne, wie wir sie da machen, mit Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, den Versuch zu machen, das im Wahlkampf zumindest zu einem Thema zu machen, worüber die Auseinandersetzung läuft. Da sind wir noch nicht hingelangt. Es ist eher ein Nebenkriegsschauplatz. Und es fehlt im Grunde genommen sowohl der massenhaftere Protest, es fehlt die Zuspitzung des Protests bis zur Aktion des zivilen Ungehorsams, die dann überschlagen könnte in eine öffentliche Debatte darüber, dass wenn Bürger und Bürgerinnen sich doch mehr Radikalität und auch eine gewisse Toleranz von Radikalitäten zulegen, dass das doch im Grunde genommen des Problems angemessen ist. Denn die Bundeskanzlerin
tut eigentlich weitgehend eins. Sie verteidigt noch nicht einmal ihre Politik. Sie sitzt sie einfach aus und versteckt alles in einer Intransparenz hinter einer großen Wolke. Ein klarer Aufruf also von Peter Grotian, auch entschiedener gegen deutsche Rüstungsexporte zu demonstrieren und auch so die öffentliche und politische Debatte nachhaltiger zu beeinflussen. Erste Möglichkeiten dazu gibt es am 13. und am 14. Mai. Am 13. Mai soll von 12 bis 14 Uhr die Konzernzentrale von Rheinmetall in Düsseldorf belagert werden und in Berlin findet dann die Hauptversammlung der Aktionäre von Rheinmetall statt am 14. Mai und da wird es ab 9 Uhr morgens Protestaktionen geben, wo auch ganz explizit die Aktionäre angesprochen werden sollen. Umfangreiche Informationen auch zu diesen Aktionen und wo man sich sonst auch noch beteiligen kann auf der Homepage www.leo-kette.de www.leo-kette.de und ich sage erstmal vielen Dank, Peter Grotian, für diese aktuellen Informationen und Einschätzungen. Danke auch.